So, weiter. Nächstes Skript. Es macht richtig Spaß hier. Nämlich vom Holger gibt's die Unterfußdüngung, die jetzt ermöglicht quasi, sind nur 685 MB. Nicht einmal, sorry, 64, 0,46 MB, 685 KB. Die ermöglicht Folgendes. Die baut in die Standard-Sämaschinen Folgendes ein, nämlich die Düngefunktion. Es gibt Geräte, die das in echt drinnen haben. Zum Beispiel, er schreibt da, die Amazone kann nun auch Direktsaat, so wie es bei den echten Maschinen auch der Fall ist. Das heißt, wir sehen hier in den Kategorien Sämaschinen natürlich, dann die Geräte mit den optionalen Düngegeschichten. Also das heißt, wir haben hier Düngefunktion aktiv, nicht aktiv. Das Ganze bei, möchte betonen, alle standardmäßigen Geräten. Außer, na, alle. Außer ich vertue mir jetzt gerade. Okay, Kunpack ist nicht dabei. Lampcan, glaube ich, habe ich jetzt auch nicht gesehen. Aber bei ziemlich viele Standardgeräte ist noch an die Düngefunktion dabei. Ich finde es schon sehr, sehr cool. Erstens, wie klar das Ganze ist. Und zweitens, dass man hier noch an, wenn man schaut, hinten auch rechts unten angezeigt bekommt, dass man hier durchaus gerne mal Dünger einfüllen soll. Macht eigentlich viel besser. Es gibt natürlich schon bis jetzt, es gibt natürlich schon Geräte mit direkt Saat. Die Geschichte ist trotzdem, dass ich der Meinung bin, je mehr, desto besser. Abwechslung kann niemandem schaden. Und deswegen finde ich dieses kleine, wirklich tolle Skript der Unterfußdüngung, die optionale, wirklich sehr, sehr toll. Und das Ganze ist optional. Das heißt, man sieht, man kann nur immer wählen zwischen den optionalen Düngefunktiongeräten und den normalen. Also das finde ich schon sehr, sehr gut und sehr, sehr fair gestaltet, das Ganze. Also hat sich auf jeden Fall einen Platz heute am Ostermordtag verdient. Ansonsten sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich gleich wieder. Würde mich sehr freuen. Bis dann, Freunde. Tschüss.